mal in die Höhle reingehen. Und Leute, willkommen zurück bei Let's Play The Witcher 3. Wir sind hier mit Kira oder Keira. Vella Glan! Da gibt's was Leckeres. Nehmen wir mit. Ab in die Höhle. Ach, hier ist noch was. Oh, zu spät. Oh, das ist die wilde Jagd, oder nicht? So sieht das so aus. Die wilde Jagd. Was? Phantomreiter? Das heißt, ich dachte, es gäbe sie nicht. Dann richte deinen Blick auf das Nicht-Existente. Sie haben einen Navigator bei sich. Einen was? Kannst du uns auf die andere Seite teleportieren? Ich würde uns lieber nach Hause teleportieren. Willst du denen wirklich folgen? Teleport, beeil dich! Weiß nicht, ob mir das alles zusagt. Hol ich nochmal die Sachen hier ab. Stahlbeck, blaue Baumwolle, Manuskriptseite, Jägerhandbuch. Mensch, was laber ich denn hier? Jägerhandschuhe. Fertig. Mensch, folge was ist denn mir. Hier los? Na los! So, den Rest lassen wir liegen hier. Seide brauchen wir nicht mitnehmen. Na los! Ja, ich komme ja. Oh, ein Betrunkener. Keira? Ich glaub, der braucht ein Bier. Kriegt er ja von uns jetzt. Falsches Ding. Entschuldigung, natürlich war es das Richtige. Hallo, Geralt. Gary, hä? Was ist los? So. Keira? Da geht's lang, oder? Oh! Wir wollen Hexersinne mehr. Wir wollen jetzt Hexersinne einsetzen. Mal gucken. Okay, das sind hier die Betrunkenen. Okay, das ist rot hier. Ich vermute mal, das ist Kira hier. Gehen wir mal dahin. Lilith, geh auf! Lilith! Da ist sie, du hässlich. Geralt, tu doch was! Sie krabbeln aus diesen Löchern! Gegen Ratten, wirk ein Zeichen! Wirf Bomben, tu was! Ja, ganz ruhig, das sind nur Ratten. Ich hasse Ratten! Also wir müssen hier irgendwas anwenden. Ich nehme jetzt mal einfach keine Bombe, sondern mal die telekinetische Druckwelle. Mal gucken, ob das mach sie weg! Nee, klappt nicht. Warum klappt das nicht? Alter, ist ja gut hier. Widerlich! Erstmal zu treffen, das ist so eine Sache. Okay, es klappt doch. Gut. So wollen wir das haben. Weißt du, was für Krankheiten die übertragen? Wir spawnen ja immer wieder und dadurch machen wir ja auch Erfahrungspunkte, ne? Widerlich! Und diese Dinger sollten wir, müssten wir ja durchaus mal noch hinkriegen. Jetzt kommen ja wieder keine Viecher hier. Waren das jetzt alle oder wie? Mach sie weg! Jetzt machen? Oh, warte! Hey, sag mal, ich bin doch da schon in diesem Nest oder nicht? Was ist denn da los? Widerlich! Dann hau mal ab, du Scheißvieh hier. Ne? Hier muss doch. Also, wenn ich darauf ziele, dann muss ich doch da. Weißt du, was für so Krankheiten die übertragen? Kommt da nochmal eine hier oder nicht? Widerlich! So, okay. Puh, danke. Endlich. Hast du solche Angst vor Ratten? Du hättest sie mit einem Zauber vernichten können. Na schön, ich sag nichts. Was ist denn mit dir passiert? Hier ist etwas, was den Teleport verzerrt. Ich weiß nicht, wie die so problemlos auf die andere Seite gekommen sind. Die Teleportmagie der wilden Jagd ist anders. Sie haben speziell ausgebildete Magier dafür. Sie nennen sie Navigatoren. Und wenn sie drei Steuermänner und einen Papagei haben, das riskiere ich nicht nochmal. Gehen wir. Die wilde Jagd hat ordentlich Vorsprung. Aber wir können es noch schaffen. Bist du komplett irre? Wir müssen sofort hier weg. Gehen wir. Vielleicht erreichen wir den Elfenmagier noch vor ihnen. Aber was will die Jagd von ihm? Wenn der Elf Informationen über Ciri hat, oder sie versucht hat, ihn zu finden, oder sogar zu kontaktieren, und sie gespürt haben. Na gut, gehen wir weiter. Vielleicht finden wir einen Hinweis oder eine Spur von diesem Elfen selbst.
Es gibt keine Gewehr, das die wilde Jagd in die richtige Richtung zieht. Vella Glan! Okay, weiter geht's. Wir müssen diesen Elfen finden. Er wird ja wohl irgendwie zu finden sein. Soll ich vorgehen? Na gut, gehe ich vor. Haarschleierlinge. Wandpilze. Oh nein, ist schon wieder was hinne hier. Oh, das, was ist das denn? Ist das der Elf oder was? Das ist der. Das ist der Elf. Was war das? Eine Illusion? Nein, eine morphotische Projektion. Die Nachricht war eindeutig für Ciri, Tochter der Möwe, Lara Dorrens Erbin. Tatsächlich. So würden die Elfen Ciri nennen. Aber was war das mit dem Zeichen ihres Schwerts? Ein Rätsel? Ja, aber kein schweres. Nicht, wenn man weiß, dass Ciri ihr Schwert Zirael genannt hat. Schwalbe. Bitte. Wer außer dir sollte das wissen? Das könnte der Punkt sein. Dein Elfenmagier hat die Passage gesichert und so versteckt, dass nur Ciri sie finden konnte. Er sah nicht voraus, dass jemand wie du auftauchen könnte. Trotzdem hat er ungebetene Gäste erwartet, schätze ich, und einige Vorkehrungen getroffen. Hoffen wir, dass die wilde Jagd ein paar Probleme bekommen hat. Na dann mal los. Meinst du, es reicht, den Schwalben zu folgen? Abwarten. Okay. Also erstmal ist unsere Hose ja im Eimer. Ist die so wichtig, ist so eine Sache, ne? Wie viel hat sie denn hier? Punkte Rüstung. 4 Rüstung, ey, ist ja gar nichts. Kannst ja auch fast nackt rumrennen. Warum nehmen wir eigentlich nicht sowas hier? Kavalleriehose haben wir doch 2 Stück von. Läuft. Geht's uns besser als vorher. Okay, also, wir müssen hier nach Schwalbensymbolen gucken. Wer hat die da rangekritzelt? Hat das Ciri vielleicht sogar selber gemacht? Oder aber war es dieser Elf? Oder war das was ganz anderes? Keine Ahnung. Keine Ahnung. We will see. Gehen wir mal hier rein. Ein alter Elfenhafen? Sie sind wohl über das Meer gekommen. Wie lange das her sein mag. Okay, das sind Erscheinungen da. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Dürften allerdings auch, wenn sie jetzt nicht so ein hohes Level haben, kein großes Problem für uns darstellen. Vorsicht, dieser ölige gelbe Dampf ist giftig. Da nehmen wir doch mal gleich Igni für. Ich brauche von dir keine Belehrung. Ich habe die Fuchsmorchel auch so erkannt. Für die Erscheinung gibt's Wesemir hat mir mal erzählt, dass er Igni an solchen Pilzen ausprobiert hat, als er es gerade gelernt hat. Ganz schlechter Einfall. Und dann? Tja, er hat's überlebt. Und Wunden heilen bei jungen Hexern im Handumdrehen. Komm, weiter. Das wirst du bereuen. Oh shit, was haben wir da gemacht? Wie sind wir bekloppt oder was? Verpiss dich hier. Oh, das ist total doof hier. Das ist doof, was wir hier machen. Oh, das ist so doof. Was soll man jetzt machen? Jetzt müssen wir uns mal überlegen. Wir gehen hier gleich drauf. Das ist das große Problem. Schon wieder dieser giftige Dampf. Wir gehen hier gleich drauf. So ein Mist. Wir müssen jetzt was essen. Das war mies, da sind wir ja voll in die Falle gerannt. Wir müssen noch was essen. Das geht nicht anders. Alter, du Scheißfliege hier. Da ist noch eins, da ist noch eins. Ist noch einer da oder was? Boah, nicht auch hier immer wieder, ey. Das wäre total mies. So. Bevor wir hier irgendetwas einsetzen, was wir vielleicht später noch brauchen. Oh, was kannst du jetzt nicht tun? Warum kann ich das nicht tun?
Ich will's aber tun. Wir müssen hier nach Schwalbensymbolen gucken. Wo könnten hier Schwalbensymbole sein? Okay, hier ist was. Hier liegt was. Leinenbaumwolle, naja, nicht wirklich was. Jetzt ist das nächste Schwert schon wieder kaputt. Mensch, was ist denn hier los? Eine Schwalbe. Wir sind offenbar richtig. Wo ist hier eine Schwalbe? Ach, da oben. Gut, ich will meditieren. Lass mich jetzt mal meditieren, bitte. Danke. Okay, da oben ist die Schwalbe. Das Schwert ist schon wieder hinüber. Wir müssen dahingehend wieder ein Rüstungsreparaturset anwenden. Langsam nervt es mich. Wir haben nämlich nicht allzu viele. Okay, also hier ist die Schwalbe und da müssen wir weitergehen. Dann müssen wir hier rauf. Dann gehen wir doch einfach mal hier rauf. Kommst du auch? Ich würde dir ja auch helfen. Aber wenn du nicht fragst, ist nicht mein Problem. So, gibt es hier irgendwelche Schwalbensymbole oder sowas? Nee, ich kann nichts erkennen gerade. Jetzt scheinen wir in ein anderes Tempelgebäude zu kommen. Oh, und da ist wieder das, glaube ich. Ist das wieder hier der Elf? Ist das wieder der Elf? Schau, sieht aus wie die andere Säule mit der Projektion. Also es sieht danach aus, ob es der Elf wieder ist. Gucken wir mal rein. Sire, die Forte Soleste ist leer. Ach. Sire. Die Forte Soleste Rea. Einzelne Kelpie. Kelpi? Meint er das Seeungeheuer? Nein, Ciri hat ihre Stute so genannt. Das Pferd konnte offenbar rennen wie ein Dämon. Guter Name für ein Pferd. Sollen wir danach suchen? Okay. Vella Glan! Wir sollen jetzt nach Kelpie suchen und hier ist ein Schwalbensymbol. Dieses Schwalbensymbol möchte ich jetzt nicht antasten. Weil wir das nicht suchen und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht so toll ist. Weil, wollen wir es mal machen? Ich frage mich, eigentlich, was das alles bedeutet. Sie sehen aus, als wären sie hastig mit Kreide hingekritzelt. Okay, also können wir es anscheinend doch machen. Gut. Dann können wir nach allen Symbolen suchen. Okay, das ist hier definitiv kein Pferd. Damit brauchen wir uns nicht befassen. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt sein soll. Sieht aus wie so ein Stachel oder sowas. Ist das ein Pferd? Nein, das ist ein Hund. Oder irgendwas anderes. Von dort sind wir ja gekommen. Okay, da waren ja keine Symbole abgebildet. Ist hier unten irgendwas? Bestimmt. Sehe ich da? Da ist das Pferd, da ist das Pferd. Okay, wir müssen hier runter. Kommen wir denn hier auch runter? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ja, wir machen es einfach mal. Ein Pferd. Ein Pferdebild. Das muss ein Hinweis für Ciri sein. Okay, wo kommen wir hier jetzt wieder raus? Okay, wir müssen tauchen. Spitze. Nee, eher nicht. Okay, gehen wir gleich mal da, wo es hell ist, lang. Weiter, weiter, Geralt. Zieh durch. Hast doch eine Pferdelunge, oder nicht? So, dann gehen wir mal hier hoch. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Gibt es hier noch irgendwas? Ist das ein Boot, oder was ist das? Keine Ahnung, muss das sein. Wir gehen mal wieder hoch. Wir sind jetzt schon wieder von Kera getrennt. Irgendwie Schiss, dass hier irgendwas Kelpie. Lauert. Wieder ein Pferd. Noch ein Pferd. Fast genauso wie das letzte. Mal sehen, was jetzt passiert. Was ist jetzt los? Geralt, ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber es hat funktioniert. Komm wieder her. Ich
Ich weiß auch nicht, was ich gemacht habe. Kannst du mir das mal erklären? Kommen wir hier weiter? Okay, hier müssen wir runter. Also hier, das packen wir doch nicht, da runter zu kommen, oder nicht? Das wird ein bisschen... Gibt's hier nicht irgendwie noch eine Treppe oder sowas? Na gut, gehen wir mal so runter. Okay, hat doch geklappt. Okay, was hat jetzt geklappt, Kira? Schau, sie gehen auf! Gehen wir! Oh! Die Tür ist auf. Na, wenigstens weiß ich jetzt, was meine Teleportation gestört hat. Dieses Portal hier. Versuchen wir es zu aktivieren. Okay, ich muss es bestimmt aktivieren. Was soll ich denn klicken? Auf diese Schwalbe oder auf diese? Oder untersuchen? Kann ich das untersuchen? Kann ich nicht untersuchen. Wie aktiviere ich das? Kira, willst du es übernehmen? Nun, ja, was nun? Was soll ich denn machen hiermit? Dieser Ort missfällt mir. Und ja, wie? Mir auch gerade, weil wir nicht weiterkommen. Was sollen wir denn machen hier? Soll ich hier irgendwie sowas machen, oder wie? Bin gerade ein bisschen überfordert. Ist hier vielleicht noch irgendwas, was wir vergessen haben? Es war doch hier nochmal eine Schwalbe, oder nicht? War hier nicht nochmal eine Schwalbe? Da. Wir untersuchen die jetzt mal. Ja, untersucht habe ich sie, aber... Fehlt noch irgendwas? Ich verstehe es nicht. Wie kriege ich dieses Ding da auf? Letztes Mal hast du das doch gemacht, Kira. Sie mich dazwischen stellen? Ich habe keine Ahnung. Bin gerade doch ein wenig überfordert. Was ist da unten, was da so am Leuchten ist? Keine Ahnung. Fehlt hier noch irgendwas? Ist hier noch irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist eine Schwalbe. Ach. Es hat geklappt. Oh, komm. Gott, meinst du, es ist sicher? Stehen. Natürlich. Der Elfenmagier hat das Portal für Ciri hinterlassen. Komm jetzt. Okay, dann wollen wir mal rein da. Rein in die gute Stube. Vella Glan. Es ist ja so still geworden. Okay. Ist das schlimm? Ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm. Hier gibt's keine Symbole. Doch, da ist wieder die Schwalbe. Keine Ahnung. Hallo? Ach du Scheiße, was ist denn das da? Oh nee. Ich habe das ungute Gefühl, dass wir uns um den noch kümmern müssen. Aber das machen wir, glaube ich, jetzt in der nächsten Folge, Leute. Also, bis zum nächsten Mal.